Einen wunderschönen guten Morgen, Freunde. Es gibt mal wieder Müsli mit heißer Milch. Und meinem Bruder geht's heute besser. Endlich geht's ihm besser. Das ist gut. Wir haben jetzt gefrühstückt und gerade unsere Sachen gepackt und auf den Wunsch von meinem Bruder laufen wir heute weiter. Aber wir gehen jetzt nochmal ganz kurz in die Stadt und gehen zu einer Apotheke. Mein Bruder braucht irgendwie so einen Hustensaft oder so. Seine Magenkrämpfe sind weg, sein Fieber ist weg. Jetzt hat er nur noch einen krassen Husten und Kopfschmerzen. Ach, jeden Tag kommt was Neues, aber was anderes geht. Richtig scheiße. Naja, gucken wir mal, ob wir irgendwie einen Hustensaft oder irgendwas kriegen. Schaut mal, ein kleiner Tibeter. Oh, dem gefällt's hier. Und er hat einen Überbiss, schaut mal. Seht ihr das? So sieht hier die Pharmacy aus. Schaut euch mal das an. Richtig cool, so ein kleiner Ramschladen. Es gibt sogar einen Hustensaft. Nach dem Essen, dreimal am Tag. Wir bleiben jetzt doch hier. Schaut mal da hoch. Es zieht alles extrem zu und dem Andreas geht es auch nicht 100% und ob wir jetzt eine Stunde laufen und er da nicht mehr kam, das macht alles so richtig keinen Sinn. Deswegen bleiben wir einfach noch eine Nacht hier. Wir haben jetzt in das Zimmer gewechselt, weil wir da dann auch WLAN haben. Dem Besitzer von dem Hotel, dem gehört auch hier das Wasserkraftwerk und das wollen wir uns vielleicht nachher mal kurz anschauen. Wenn es jetzt nicht gleich übel anfängt zu regnen, schaut mal da hoch. Also sieht ja schon nicht so gut aus und ich sitze hier am Laptop, mache ein bisschen Videozeug. Wir sind jetzt auf dem Weg zur Powerstation hier. Und er zeigt uns das alles. Mega nice. Sehen wir mal, wie hier der ganze Strom produziert wird für das ganze Dorf hier. Das ist übrigens das zweitgrößte Dorf auf dem gesamten Track, also in dem man vorbeikommt. Ja, schauen wir mal. Ich habe ja in Pakistan auch schon mal so eine Powerstation gesehen, aber ich glaube, die hier wird ein bisschen größer sein. Ganz oben am Fluss angekommen und schaut mal hier. Geht das Wasser runter und wird dann hier eingespeist in das Fallrohr hier hinten. Und das geht dann gleich ins Kraftwerk rein. Und jetzt laufen wir mal runter zum Kraftwerk. Wir müssen jetzt unsere Schuhe kurz ausziehen, weil wir hier rüber müssen, auf die andere Seite vom Fluss, über das kleine Brettchen. Hier kommt das Wasser jetzt an, schaut mal, und es geht dann hier den ganzen Weg runter. Und ja, da müsste vorne irgendwo jetzt die Powerstation sein. Und mit der Schieferplatte hier wird reguliert, wie viel Wasser hier durch darf. Und da hinten fällt es wahrscheinlich gleich nochmal extrem ab. Schaut mal, wie krass es hier runter geht. Man sieht es wieder mal auf Kamera, sehr schlecht, aber es ist schon sehr, sehr steil. Diesmal hat Andreas seine Hosentaschen ausgeleert und schaut mal, was er jetzt schon wieder gemacht hat. Das ist jetzt die Powerstation. Ja, und hier kommt das Wasser runtergefallen in die Powerstation rein. Und da drinnen sind die Turbinen und alles Mögliche. Und hier kommt das Wasser wieder rausgeschossen. Diese kleine Powerstation macht 80 Kilowatt am Tag. Und hier in diesem kleinen Haus lebt sein Nephew. Ich weiß gerade das deutsche Wort nicht. Und der tut jede Stunde lang immer Protokoll schreiben über die Maschine. Und von morgens um 8 bis 11 Uhr wird das Ding ausgeschalten und er meint, das machen die nur, dass die auch mal ein bisschen schlafen können, die Leute da unten, die da arbeiten. Also schon echt richtig krass. Ja, und jetzt geht's wieder zurück zum Hotel. Wir haben gerade zu Abend gegessen und waren danach noch in so Hot Springs. Die zeige ich euch aber morgen früh mal kurz, weil es war zu dunkel, um zu filmen. Wir waren jetzt halt bei Nacht und mein Bruder und ich, wir suchten die ganze Zeit so ein Spiel, wo man die ganze Welt ausrotten muss. Mit irgendwelchen Viren und Krankheiten, das macht so Bock. Und wir betteln uns jetzt ein bisschen, wer es schneller schafft. Aber er ist gerade in Führung. Und ihm geht es jetzt schon viel, viel besser. Und morgen geht's weiter, gell? Jawohl. Und jetzt gehen wir schlafen. Also bis gleich. Guten Morgen, mein Bruder geht's endlich besser. Und schaut mal, ich habe hier den kleinen Tibeter am Start mit seinem Überbiss. Und ja, wir kuscheln ein bisschen. Und jetzt zeige ich euch noch kurz die Hot Springs. Und dann laufen wir auch endlich weiter. Es geht endlich weiter. Juhu! Und ja, wir haben eine extrem schöne Aussicht heute. Heute wird auf jeden Fall wieder die Drohne ausgepackt. Das hier unten ist die Hot Spring und schaut mal, die ist direkt einfach knallhart neben diesem riesen Fluss. Das ist den Einheimischen ihre heiße Dusche. Und wir waren da gestern Nacht drin und man hat die Sterne gesehen. Es war richtig cool. Und ja, jetzt packen wir kurz fertig und dann laufen wir auch schon
weiter. Endlich machen wir heute mal wieder eine Tagesetappe. Bye bye. Wir sehen zum ersten Mal einen von den Annapurnas. Schaut mal da hoch. Sehr geil. Schaut mal, wir sind beim ersten Schnee angekommen, oder eher gesagt kleiner Gletscher, aber echt sehr klein. Und wir laufen und laufen und laufen. Aber heute ist verdammt schönes Wetter. Komm, alter Mann, komm. Hast du geschafft? Sind wir da? Jetzt habe ich ein großes Problem, meine Kamera fängt an rumzuspacken oder eher gesagt, mein Objektiv. Das fährt nicht mehr richtig aus und fokussiert nicht mehr richtig. Ich hoffe, das wird jetzt nicht zum alltäglichen Problem. Und wir machen hier gerade irgendwie eine kleine Pause, hier sind irgendwie ganz viele Leute. Und ja, die Hälfte ist geschafft. Man kann diesen Spaziergang auch mit einem richtig krass logistischen Aufwand betreiben. Schaut mal, wie viele Träger die haben. Für so einen Spaziergang, also echt. Ich verstehe ja, wenn man sich in Pakistan auf so einem ganz abgelegenen Track einen Guide oder einen Porter nimmt, aber hier, wo es halt echt alle 5 Kilometer eine warme Dusche gibt, da brauchen wir doch keinen Träger. Ich glaube, ich spinne. Wir sind mittlerweile in unserem Hotel angekommen und sitzen hier gerade im Aufenthaltsraum und sie macht hier uns gerade ein Feuer an. Richtig cool, weil jetzt sind wir nämlich auf 3200 Meter und hier ist es relativ kalt. Und wir haben jetzt hier, wir haben noch ein paar andere Leute kennengelernt, ihn zum Beispiel aus der Schweiz. Und wir haben jetzt hier die ganze Zeit Karten gespielt und ja, jetzt gehen wir gleich duschen und dann gibt es auch schon Abendessen. Heute war echt ein richtig cooler Tag, aber die Sonne hat heute richtig geballert und ich bin ein bisschen verbrannt. Ich esse mal gleich und er braucht einen Schlüssel. Brauchst du einen Schlüssel? Ja. Heute ist übrigens ein ganz besonderer Tag. Heute sind 700 Tage Weltreise, Leute. Nice. Und das hier ist der gute Neil. Auch aus der Schweiz. Und mit denen chillen wir jetzt ein bisschen. Spielen noch ein bisschen Karten heute Abend. Yo. Wir haben gerade unser Abendessen bekommen und es gibt gebratene Nudeln mit Gemüse und gebratene Potatoes mit Egg. Und die haben fast das gleiche bestellt. Das erste Mal Nudeln und das erste Mal Kartoffeln. Ja? Nee. Hier gibt's halt echt jeden Tag das Gleiche. Ich hab's gestern mal wieder nicht geschafft, das Video zu beenden. Wir sind jetzt gerade aufgestanden, filtern hier gerade noch ein bisschen Wasser. Der Neil schreit irgendwie unten rum. Neil? Ja, und es geht jetzt auch schon wieder weiter. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao. Takes you where you lead, snakes back and throws you out to sea. Oh, yeah.